So, da sind wir wieder. Ich bin der White Doctor und hier sind wir mit unserem Mini-Let's Play von Mega Man X. Heute starten wir mit Boomer Covenga. Soweit ich weiß, eine Art Käfer. Und dieser Käfer führt uns in diesen Ölbohr-Raffinerieturm oder was immer das sein soll. Und wir fangen an, ihn hochzuklettern, um dem letzten der acht Mega Master Reploiden Mavericks den Arsch zu versohlen. So, normalerweise würde man meinen, dass man einen Riesenkäfer mit einer Art Anti-Insektengift bekämpft, aber wir sind ja immer noch dabei, Roboter zu bekämpfen. Auch wenn sie anders aussehen. Ich meine, klar, theoretisch könnte man einen Affen mit einer Eisknarre töten, aber das ist nicht wirklich das, was man sich unter einer Affenschwachstelle vorstellen würde. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ich bin sicher, es war ziemlich dämlich. Egal, zurück. Hier haben wir diese komischen Fallen. Simpler geht's gar nicht. Jedes Mal, wenn man den roten Laser berührt, blinken sie kurz auf und schießen dann. Und solange man den Lasern ausweicht, passiert nichts. Zwar jetzt noch leicht, aber es wird nicht so bleiben. Auch hier wieder haufenweise Schildkröten in diesem Turm. Naja, zumindest sind sie ziemlich nervig hier und können einen aufhalten, wenn man nicht schnell genug sie aus dem Weg räumt. So, hier kommt jetzt ein kurzer Autoscroll-Abschnitt. Wie üblich bei jeder Art von Mega Man-Spielen. Jeder Kontakt mit jeder einzelnen dieser kleinen Stacheln überall ist absolut tödlich. Aber wenigstens haben wir dieses Shield, Walling Shield in aufgeladenen Zustand, um uns vor den kleineren Viechern zu beschützen. Im Normalfall gäbe es mehr als eine Situation, wo man von ihnen getroffen und dann auf die Stacheln geworfen wird. Und nur überlebt, weil man ein paar Sekunden Unverwundbarkeit noch übrig hat. Hier gibt es kleine Geschütztürme, die hervorkommen. Und gut ist, das aufgeladene Schild kann sowohl die Geschütztürme als auch die Energiewaffen aufhalten. Normalerweise wäre das Hochklettern hier eine ziemlich langwierige und vorsichtige Angelegenheit, aber mit dem Rolling Shield können wir einfach jeden Feind einfach ignorieren. Genau. Außer natürlich, man ist ein dämlicher Trottel beim Springen, dann dauert es wieder etwas länger. Und hier habe ich es anscheinend übertrieben. Ja, ab und zu kann es passieren, dass das Schild plötzlich nach allzu vielen Treffern ausfällt. War zumindest das erste Mal, ehrlich gesagt, dass mir das passiert ist. Dann sieht man das 10.000 Mal gespielt und wieder lernt man was Neues. Ja, hier probiere ich mal wieder ein paar Waffen aus, aber leider. Die einzige Waffe, die funktioniert, die sicher funktioniert, ist die Waffe, die wir erst in diesem Turm kriegen. Tja. Aber in meiner Quest, einen Weg zu finden, dieses tolle Ice-Skate-Dingens zu benutzen, stehe ich erstmal hier rum und versuche es ein paar Mal. Ja. Das wird nichts. Das wird nichts. Einmal noch. Nein. Na, ja, und hier gebe ich endlich auf. Sequence Breaking ist nicht möglich hier. Die einzige Waffe, mit der ich an diese Sachen drankomme, die ist hier noch in der Hand von Captain Käferknilch. Und den müssen wir jetzt besuchen gehen. Diese Gegner hier verkraften gerade genug Energie, dass wir das Schild hier leider nicht so gut benutzen könnten. Es würde uns vor den herumfliegenden Projektilen bewahren. Aber sobald wir einen dieser Waffentürme berühren, wäre das Schild auch schon weg. Und jetzt sind wir auch schon wieder am obersten Gipfel angekommen. Und ich rotiere hier mal kurz meine Waffen durch, bis wir bei der Waffe ankommen, gegen die unser Käferknilch verwundbar ist. Und das sind die zielsuchenden Torpedos von Launch Octopus. Und hier voll. Gut, Fischraketen haben getroffen, aber jetzt können wir den Rest auch mit normalen machen. Und hier sehen wir auch schon den normalen Angriff von Boomer Covenga mit seinem komischen Hörnerbumerang. Und er kann sich unsichtbar machen und hin und her teleportieren.
nützlich, denke ich. Aber es wäre nützlicher, wenn wir nicht diese Superwaffe hätten, mit der wir ihn fertig machen können. Jetzt müssen wir nur warten, dass er sichtbar ist. Und das war's. Gekillt bei Killerfischen. Und das war Numero 8 von 8. Ja, Mega Man, wir wissen's. Du bist fertig. Du kannst wegteleportieren. Und dann sehen wir mal wieder, was für eine tolle neue Waffe wir hier kriegen. Der Boomerang Cutter. Und mit diesem Ding können wir uns jetzt endlich den Rest von dem alten Zeug holen, das noch in manchen Levels herumliegt. Und Storyzeit. Ah ja, Sigmas Festung wurde gefunden. Der Krieg gegen die Menschheit geht zu dem Ende entgegen, dank der unserer tollen Superroboter. Oh, und jetzt können wir den knallig anwählen. Jupp, das ist Sigma persönlich gewesen. Aber was wir stattdessen brauchen, sind... genau. Wir müssen wieder zurück in die alten Levels und ein paar Sachen holen. Hier ist auch noch alles kaputt. Aber jetzt können wir ein bisschen rumspielen mit den Waffen. Das sowieso automatisch aufgeladen wird, sobald wir hier rausspringen. Flammenwelle, Feuerfall. Und erledigt. Noch ein bisschen Tornado Irium. Das war's. Ja, ab jetzt geht es etwas relaxter weiter. Wir müssen nur noch ein paar Sachen aufsammeln, wie diesen Energietank. Ja. Ah, das ist Glück. Jetzt haben wir alle 4 Energietanke. Ja, wie man sieht, mit dem Bomber-Cutter kann man bequem alles Mögliche aufsammeln, was man aus den Gegnern rausreißt. Aber, naja. Tja. Im Prinzip habe ich schon alles gesagt zu diesem Level, also bleibt eigentlich nur noch hier hochzuklettern und versuchen, den Herzcontainer zu kriegen. Das war übrigens die aufgeladene Version des Boomerang Cutters. Ein Angriff in alle Richtungen, aber leider ohne die nützliche Aufsammelfunktion. Falls ihr übrigens wundert, warum meine Waffenenergie immer niedriger wird, ich vergesse ständig, dass, wenn ich nach rechts schieße, der Boomerang Cutter quasi aus dem Level rausfliegt und für immer verschwindet. Wie ihr auch sehen könnt, solange man keinen Gegner trifft oder versehentlich ins Nirvana schießt, bekommt man die Waffenenergie zurück, sobald der Cutter wieder zurückgekommen ist. Hier versuche ich den Cutter endlich so hinzubewegen, dass er den Herzcontainer erreicht. Leider erfordert das eine gewisse Finesse, die ich nicht besitze. Ach, das wird peinlich, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Der Trick ist, im richtigen Moment hochzuspringen, sodass der Boomerang Cutter quasi den Herzcontainer erreichen kann. Lassen wir das. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Schnitt. Und da sind wir auch schon. Das wirklich Witzige ist jetzt allerdings, ich habe es natürlich geschafft, den Herzcontainer zu kriegen, wie ich jetzt kurz zeigen werde. Aber ich habe ihn natürlich genau in der Sekunde erwischt, in der ich die Kamera abgestellt hatte. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust mehr, euch weiter zu foltern mit diesem Quatsch. Also brechen wir mal ab. Wir haben den Herzcontainer und das ist alles, was zählt. Und jetzt holen wir uns den nächsten. Einen Herzcontainer von 2, die noch fehlten, haben wir. Und wir haben alle Energietanks, also los. Bisschen die Musik genießen. Aber dann ist auch Schluss mit dem Käse. Und ein weiterer Schnitt befördert uns direkt hier wieder hin. Hier müssen wir wieder etwas... diesmal klappt es gleich beim ersten Mal. Also, im Prinzip ist dasselbe wie in Sparkman Drills Level, aber es ist eine viel, viel leichter zu erreichen. Dann ein bisschen einfacheren Position. Und damit haben wir jetzt eigentlich alles abgegrast und können endlich mit Sigma loslegen.
Das bedeutet jetzt natürlich erstmal Storytime. Lasst uns. Ah ja, genau. Ich gehe zuerst rein und dann kannst du durch den Hintereingang reinkommen. Ja, ja gut, gleich das Erste, was gesagt wird. Lasst uns uns aufteilen. Na, was soll's. In diesem Fall macht's auch Sinn, weil zwei Roboter. Ein Roboter. Da ist nicht viel Unterschied. Da kann man auch wenigstens ausnutzen, dass man zu zweit ist. Einen vorschicken. Zur Ablenkung. So, und jetzt sind wir in der ersten Endboss-Mega-Level-Stage. Sigma 1. Und wir haben es wieder mit Schildkröten zu tun. Aber diesmal zusammen mit Nervtötern. Das wird schon ein bisschen schwieriger hier. Und hier demonstriere ich euch auch schön, was passiert, wenn man nicht einfach alles mit Storm Tornado flachlegt, sondern wenn man versucht, mit der normalen Blasterwaffe sich durch den Weg zu kämpfen hier. Plasma allein hilft nicht, aber Plasma in Tornadoform, das hilft. Jetzt kommen wir wieder zu lustigen schwebenden Plattformen. Extra tiefen Abgrund darunter. Ja, da können selbst die düsteren Berge im Hintergrund einen nicht so richtig aufheitern. Der Trick hier ist, nicht im falschen Moment zu springen, weil sonst verfehlt man die Plattform garantiert. Der Trick ist, entweder immer dann zu springen, wenn sich die Plattformen kurz begegnen oder wenn sie gerade angehalten haben. Wenn ihr den falschen Augenblick wählt, dann geht's abwärts. Und ohne das Schild wäre das ja auch eine verdammte Tortur. Weil die Gegner ja, wie von Mega Man-Spielen gewöhnt, jedes Mal neu auftauchen, wenn ihr, egal wie oft ihr sie abknallt. Mit anderen Worten, wenn ihr einmal von einer Plattform runtergeschmissen werdet, dann wird der Nerven der Gegner auch beim nächsten Mal wieder da sein. Hier kann ich auch demonstrieren. Auch wenn unsere Waffe nicht stark genug ist, die Schütztürme zu zerstören. Die Schüsse können locker aufgehalten werden, da es im Prinzip nur dieselben blöden Plasmabälle sind, die unsere eigene Waffe abschießt, im ungeladenen Zustand. Das würde natürlich auch bedeuten, hätten wir einen anderen Spieler hier mit demselben Schild, und das würde bedeuten, dass unsere normale Waffe für immer abprallen würde und wir müssten mindestens auf die nächste Stufe aufladen, um das Schild zum Kollaps zu bringen. Es wären also quasi unverwundbar gegen unsere eigene Waffe. Oder gehen sogar noch unverwundbarer gegen die Waffe des klassischen Mega Man, da man in den ersten Mega Man Spielen auf dem normalen Nintendo ja nicht aufladen konnte. So, und jetzt kommt wieder ein neues Gimmick, unterbrochen von Story, die Bosse mitten in der Stage. Ah ja, Rache ist Blutwurst und so weiter, aber wir müssen jetzt erstmal hier durch. Dann hören wir uns wieder mal komische Geräusche an. Das hört sich aber nicht gut an. Und wir bereiten uns auf einen Kampf vor. Ah, X. Ich habe ihn in meiner Gewalt. Du musst... oh Gott. Ja, egal. Die Story ist ohnehin das gleiche. Er hat ihn in seiner Gewalt. Er prahlt rum, dass er uns fertig machen kann. Und dann wird gekämpft. Und das Ganze ist praktisch nur eine Wiederholung vom Kampf ganz am Anfang. Weil, Spoiler Alert, wir können ihn immer noch nicht besiegen, weil er immer noch unverwundbar ist. Das Einzige, was jetzt anders ist, der Kampf dauert länger, weil wir viel mehr Schaden kassieren können. Und wir haben bessere Waffen und alles, sodass der Kampf wenigstens beeindruckend aussieht. Aber egal wie beeindruckend ich hier gerade herumspringe, es ist immer noch dasselbe. Wir können nicht gewinnen, das ist alles gescriptet. Na los, hau mir noch ein paar Mal in die Fresse, Riesenroboter. Wir wollen es endlich zu Ende bringen. Ah, endlich genügend Schaden und das war's. Oh oh, der andere Knilch hat sich befreit. Oh, und was wird jetzt passieren? Er überlädt sich und sprengt sich selbst in die Luft. Okay, ich nehme an, 32 Mal in den Rücken zu schießen hätte ein bisschen lange gedauert, bei der ganzen Energie, die wir haben.
Jetzt sieht es ein bisschen fairer aus, vor allem weil ich 4 Energietanks habe. Aber er prallt natürlich rum, als hätte ich überhaupt keine Energietanks. Vielleicht weiß er davon nichts. Aber egal, weil unser Buddy, unser kleiner Kumpel, hat uns wieder Energie geschickt. Und damit ist das Gequatsche zu Ende und es geht wieder zurück zu Springen und Schießen. Prepare to be terminated. Tja, eigentlich ironisch, weil rate mal, was mit ihm passiert. Also er kann dashen, er kann springen, er kann seine komische Energiekanone einsetzen und er kann Minen abwerfen, die quasi eine umgekehrte Abart des Sparkman Drillwaffe sind. Statt auf Wänden herumzukriechen, kriechen diese Explosionen auf dem Boden herum. Solange man allem ausweicht, was hier durch die Gegend fliegt, ist der Kampf schnell vorbei. Vor allem, weil, egal wie flink er ist, unsere Homing-Torpedos finden ihn. Und dann explodiert er. Ein weiteres Problem ist gelöst für uns. Ja, leider kriegen wir da diesmal keine Waffe. Nur ein herzzerbrechende kurze Story-Variante. X, ich sterbe. Ich habe zu viel Schaden genommen. Auto-Repair-Systems can't handle it. Ah ja. Komisch, er ist der einzige Repoloid, der nicht einfach buchstäblich zu Staub explodiert, sondern auch lange genug da bleibt, um... Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Er zerfällt doch zu Staub. Er hatte nur gerade noch genug Zeit, um schön dramatisch eine Rede zu halten. Und nur so am Rande. Hätten wir ja nicht in der Flammenmammut-Level unseren super Auflader besorgt, dann hätte unser kleiner Freund hier uns die Waffe jetzt überreicht. Etwas, das ich nie machen musste, da ich dank Club Nintendo immer genau wusste, wo ich den Auflader kassieren kann und ich nie große Lust hatte, den Rest des Spiels ohne diese Waffe zu verbringen. Also habe ich diese Szene nie persönlich gesehen. Ich weiß davon auch nur dank Club Nintendo. Ha! Club Nintendo, der Retter vieler junger Menschenleben. Ich bin sicher, viele hätten sich auch vor Frust manchmal umgebracht bei Nintendo-Spielen und ihrer vielgerühmten Schwierigkeit in den 80ern und 90ern. Und ja, jetzt sind wir an dieser blöden Stelle, an der ich schon damals als Kind oft gescheitert bin. Trick ist, man muss diese Ecke erreichen und sich hochhieven. Was, naja, ein bisschen Geduld und Präzision erfordert. Und dann beginnt das richtig blöde Teil. Darum mache ich mich jetzt erstmal unsichtbar. All diese Gegner, die einen gerne wieder runterwerfen würden. Und sowas wie das passiert dann nur allzu leicht. Ach ja. Und hier bin ich jetzt so verzweifelt, dass ich den Eisschlitten ausprobiere, was wunderbar funktioniert, zumindest hier unten. Aber ab da muss ich wieder auf andere Methoden zurücksteigen. Jetzt sind wir hier schon so lange unterwegs gewesen, dass das langsam ein bisschen nervt, aber... Ja, das war genial. Genial. Der einzige Grund, warum ich das jetzt so mache, ist... Man könnte, wenn man es richtig gut ist, ohne alles hochspringen, aber das ist schwer. Und ich will meine Unsichtbarkeit möglichst spät einsetzen. Also machen wir das. Es geht schnell, wir verbrauchen zwar Waffenenergie dafür. Ja, das einzige Problem ist, jetzt müsste man nur an der zweiten Stelle vorbeikommen. So, jetzt habe ich auch demonstriert, wie der normale Weg geht. Mache ich mich wieder unsichtbar, dank Sting Chameleons Waffe. Und endlich schaffe ich es auch, am zweiten Teil hochzukommen. Aber, Überraschung, Überraschung. Geht noch weiter. Ja, dieser ganze Teil des Levels ist praktisch eine einzige Orgie der Frustration. Hier wird einem wirklich beigebracht, was man, wie man am besten ruhig bleibt und nicht völlig ausflippt. So, hier fange ich schon an zu keuchen. Das bedeutet, dass mir allmählich die Lebensenergie ausgeht. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nie. Für längere Zeit. Etwas, das gab es im klassischen Mega Man auch nicht. Aber aus irgendeinem Grund, nehme an, weil der Reaktor überlädt oder überhitzt oder was auch immer, muss
der gute alte X hier anfangen zu keuchen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, hier rüber zu kommen. Und ich verliere den Nerv und zerlege einfach alles mit Storm Tornado. Und Unsichtbarkeit, schaffen wir es noch? Nein. Naja, wenigstens haben wir nicht unsere Ladung verloren. Und jetzt sind wir endlich durch. Jetzt kommt wieder mal ein Zwischenboss. Und das ist jetzt das Gimmick, von dem ich am Anfang gesprochen hatte. Alle 8 Bosse müssen wieder bekämpft werden. Glücklicherweise haben wir jetzt auch für jeden einzelnen Boss die verwundbare Stelle. Und oh, den Angriff haben wir gar nicht gesehen. Genau, den Käferangriff. Und hier brauchen wir mal schnell einen Energietank. Ich danke der unserem langsamen und qualvollen Aufstieg ein bisschen Energie eingebüßt hat. Und wie das so manchmal ist mit künstlicher Intelligenz, jetzt ist er plötzlich viel lebhafter als beim normalen Kampf. Tja, zumindest wird dieser Refight ein bisschen interessanter dann für euch. Jetzt habe ich keine Lust mehr und schicke ihm einfach eine letzte Rakete rein. Problem gelöst. So, eine neue Waffe gibt es natürlich nicht, aber dafür kommen wir weiter. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Nur ein paar kleine Helmets hier, die man natürlich im richtigen Moment treffen muss. Was ich hier leider nicht demonstriere. Ein paar letzte Grüße. Und jetzt werden ein paar Nervtöter miteinander kombiniert. Und wir sehen auch, glaube ich, das erste Mal, was passiert, wenn man den Rädern nicht genügend Schaden zufügt, um sie sofort auszuschalten. Sie kippen dann nämlich um und explodieren nach einer Weile. Und weitere Nervtöter von allen Seiten hier. Aber wir sind endlich bei einem weiteren Tor angekommen. Und hier wartet jetzt auch der Endboss des Levels. Da wir schon 2 Reploiden besiegt haben, gibt es keinen zweiten Refight hier. Die anderen 7 werden in die nächsten Levels gequetscht. Hier haben wir eine ziemlich eklige Spinne, die Mini-Roboter-Spinnen auswirft und dann runterstürmt. So hart auf den Boden knallt, dass irgendein gepanzertes Luke sich auf dem Rückendeck öffnet und wir sollen dann hineinschießen, um Schaden zu verursachen. Und für irgendeine merkwürdige Weise, aus irgendeinem merkwürdigen Grund, ist diese Riesenspinne verwundbar gegen Shotgun-Eyes. Ich nehme an, weil Shotgun-Eyes panzerbrechend ist. Ich versuche ja auch noch zu raten. Genauso wie man hier im Kampf raten muss, wo genau die Spinne runterkommt. Die Devise ist hier, denk schnell. Weil wenn man falsch gedacht hat, dann landet die fette Spinne einem auf dem Kopf. Und wenn man getroffen wird, kann man natürlich auch nicht schießen. So, hier habe ich mal Glück und kann einen Treffer landen. Und hier habe ich natürlich gleich die falsche Entscheidung getroffen, weil ich bin doof. Und ich entscheide hier glücklicherweise endlich mal einen Energietank einzusetzen. Sonst müssten wir das nämlich gleich wiederholen und darauf habe ich echt keine Lust. So, Spinny, einen Schuss haben wir noch. Und dann müssen wir leider zum normalen Mega X-Buster zurückgreifen. So, das war's. Jetzt ist wieder mal X-Buster-Zeit. Jetzt müsste ich nur noch lernen, im richtigen Moment zu feuern. Und wie man an diesen lustigen kleinen Ting-Geräuschen hört, muss ich hier gewaltig üben. Tja, das ist gut, dass man jetzt 3 Versuche und kein einziger Treffer. Ah, endlich. Gut, beim Shotgun-Eis kann man, weil das Ding ziemlich schnell durch die Luft wirbelt, ziemlich weit weg sein. Beim X-Buster muss man darauf achten, ein bisschen näher an der Spinne zu sein, sonst hilft das nichts. Auch wichtig, wie üblich, ein geladener Schuss bringt mehr. Außer natürlich, man schickt ein paar normale Schüsse vorwärts. Oder schafft es immer im falschen Moment zu schießen. Was ihr mittlerweile auch gemerkt habt, hoffentlich. Je weniger Energie die Spinne übrig hat, desto schneller ist sie. Und hier schaffe ich es endlich im richtigen Moment zu schießen und sie in die Luft zu jagen.
Wir kriegen sogar eine schöne große Explosion. Homo-Reploid-Spinne besiegt. Und das war nur der erste Teil. Der erste Sigma-Level. Jetzt geht's weiter zum Sigma-Level 2. Ja, ja, danke für das Passwort. Und da sage ich mir doch, warum gucken wir uns den nicht jetzt sofort mal an? So. Neue Musik, nicht schlecht. Neuer lilafarbener Vordergrund, immer noch die düsteren Berge im Hintergrund, diesmal leicht eingefärbt durch die Fenster im Vordergrund. Interessanter Touch. Wir sehen eine alte Plattform wieder, die wir in Storm Tornado Stage gesehen haben. Und wir haben haufenweise fliegende Knirche, um uns interessiert zu halten. Hier wäre natürlich auch wieder ein guter Platz gewesen für das Swirling Shield oder den Unsichtbarmacher von Sting Chameleon, aber bei so einfachen Gegnern wäre das Verschwendung von Waffenenergie. Wir haben auch ein paar von diesen komischen Vögelviechern, die nicht fliegen können. Und dann kommt wieder ein Kletter-Dings da. Ein bisschen nervig wegen all den Flatterviechern, die von oben und unten ankommen. Aber sobald man Robo-Dings da, Robo-Vogel ausschalten kann, ist das Problem gelöst. Und nach 2-3 Anläufen habe ich es jetzt ja auch geschafft. Und wir gehen gleich in den Refight Number 2. Nun kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja, genau, wir sind wieder beim chilligen Pinguin. Er spuckt uns wieder mal Eis entgegen und yep, er ist verwundbar gegen Feuer, wie man in dieser schönen Extra-Animation so sehen konnte. Ironischerweise gegen Chill Pinguin ist die aufgeladene Variante der Waffe nicht so effektiv, da man ziemlich nah an ihm dran sein muss, damit er nicht einfach darüber hinwegspringt. Aber der chillige Pinguin ist ja ohnehin schon so einfach, dass es wahrscheinlich unfair wäre, wenn die Spezialwaffe Kampf allzu sehr vereinfacht. Aber auch hier, solange er nicht seinen Unverwundbarkeits-Dash macht, ist Chill Pinguin schnell in Stunlock-Modus und kann dann einfach gegrillt werden, bis Tod eintritt. Und damit haben wir auch den zweiten Reploiden zweimal besiegt. Und sind wieder zurück im Sigma Level 2. Ah, wie süß. Wenn man schnell genug ist, kann man hier die Besatzung erledigen. Problem ist natürlich nur, die Typen sind nicht doof. Die findet man nur dann außerhalb ihrer Roboter an, wenn man selbst außerhalb der Roboter ist. Sobald man in einem Roboter ist, hüpfen sie alle rein und sind bereits kampfbereit, wenn man sie besucht. Das würde sonst den Kampf ja auch ziemlich unfair machen. Ja, hier geht's leider nicht mehr so gut weiter. Ja, schlauer wäre hier zu bleiben und sich so den Weg frei zu schießen. Natürlich bin ich dabei so dämlich, dass ich zu weit zurückrenne und dafür sorge, dass der Gegner direkt hinter mir wieder neu auftaucht. Aber glücklicherweise ist der X-Buster im Notfall auch genug. Hier gibt es zwei nervige Wege nach oben. Einen mit Plattformen und drei Wegegeschützen und einen mit Leitern und Wandkrabblern. Im Grunde genommen ist es egal, welchen Weg man nimmt. Beide haben Vor- und Nachteile. Und beide Geschützturmarten können auch auf den anderen Weg schießen. Also da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, weniger genervt zu werden. Außer vielleicht der Unterschied, dass wenn man den Leiterweg nimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass man ganz zurück bis auf den Boden fällt, geringer ist. Mitten in der Luft. Wer könnte das denn sein? Wen haben wir denn mitten in der Luft gesehen? Genau, unser lieber Freund, der Sturmadler. Diesmal haben wir auf die perfekte Anti-Nazi-Waffe, den Hippie-Laser von Sting Chameleon. Und der macht den Kampf praktisch zu einfach. Da diese Waffe, dieser Energiestrahl in drei Richtungen davon schießt, muss man nicht mal mehr wie mit dem X-Buster sorgfältig zielen,
Man braucht nur einfach in die ungefähre Richtung von Storm Eagle schießen und wegspringen. Etwas, was ich hier ein paar Mal nicht demonstriere, weil einen riesigen Metalladler ins Gesicht zu kriegen, gefällt X anscheinend so gut, dass er es noch ein paar Mal ausprobieren will. Aber dann ist der Kampf auch schon wieder so schnell vorbei, dass ich mit dem Reden gar nicht mehr hinterherkomme. Ein Sturmadler weniger und wir können uns weiter durch den Level machen. Dieser große Abgrund, ich glaube, den kann man mit einem Normalsprung gar nicht überwinden. Das ist eine nette Falle für Leute, die den Schuss noch nicht gehört haben. Aber wenn man so weit gekommen ist, sollte man eigentlich wissen, dass man hier ohne Dash nicht weiterkommt. Und wieder mal eine lustige Kletterphase. Weil da hatten wir schon beim ersten Mal so viel Spaß, nicht wahr? Und natürlich falle ich auch wieder runter. Großartig. Wieder mal genial gemacht. Gegner genau an den Stellen, wo sie am meisten Schaden anrichten können. Und noch ein letzter Gruß oben. Vor einem weiteren Refight? Nein! Okay, dieses Level war erstaunlich kurz. Wir sind bereits am Boss angekommen. Und hier muss ich mal unterbrechen, weil wir sind schon wieder länger als eine halbe Stunde am Quatschen. Und wir sehen uns in der nächsten und letzten Episode von Mini Let's Play Mega Man X. Macht's gut.